mal, Florian, da schlägt doch der Ironiedetektor aus. Das meinst du doch nicht ernst. Bist du ein Alpha-Wolf? Teste dich! Am Ende meines Vortrags werden wir wissen, wer hier im Raum Alpha-Wolf ist und wer nicht. Ich sehe jetzt schon mindestens einen Alpha-Wolf da hinten was trinken. Ich bin eher so ein Siegner. Also, was ist ein Alpha-Wolf? Ein Alpha-Wolf ist der Rudelführer. Er ist das Tier, das sich an die Spitze gesetzt hat durch aggressives Verhalten, Stärke, Dominanz. Er ist der, der die Frauen kriegt und alle anderen sind ihm hörig. Der heiße Freund. Und jetzt, egal ob im Job, beim Flirten oder in jeder anderen Lebenslage, sei auch du genau wie der Alpha-Wolf. Und der Erfolg ist dir sicher. Moment mal, Florian, da schlägt doch der Ironiedetektor aus. Das meinst du doch nicht ernst. Sieh es doch mal so. Der Alpha-Wolf, das ist eine Metapher, die wir für verschiedene Dinge benutzen. Eine Tiermetapher. Und im Grunde genommen geht es darum zu sagen, wer selbstbewusst ist, ist cool. Wer Selbstbewusstsein hat, kriegt Erfolg. Florian, du möchtest doch nicht etwa jetzt Selbstbewusstsein kritisieren. Nein, nee, möchte ich nicht. Habe ich nicht vor. Überhaupt nicht. Ich möchte einfach nur mal diese Wurzel der Tiermetapher mir angucken mit euch. Wir benutzen die wirklich gerne. Hier ist ein Beispiel und morgen bin ich der Alpha-Wolf. Langweilig. Wir lieben diese Metapher, wir benutzen sie wirklich gerne. Mit Vertrauen führen. Alpha-Wolf ist unsere Top-Metapher für eben Leute, die ganz, ganz oben sind. Jetzt kommt der langweilige Teil. Also 1970 schrieb Lucien David Meach ein Buch, es hieß The Wolf, ist ein Forscher, der hat ein Buch geschrieben und das schlug ein wie eine Bombe in den 70ern, weil es das erste Buch war seit 30, 40 Jahren, das sich überhaupt mit Wölfen beschäftigt hat. Damals gab es so gut wie keine freilaufenden Wölfe mehr. Es wurde extrem populär, nicht nur in den Fachkreisen, sondern jeder hatte sowas im Regal stehen. Und der Leitwolf, der Alpha-Wolf, dieser Begriff, der wurde vor allem durch dieses Buch und durch diesen David Meach geprägt. Seit den 70ern, ist das so ein Thema bei uns und so eine tolle Metapher. Wie kam David Meach dazu, seine Ergebnisse festzuhalten? Was hat er gemacht in seinem Buch? Wie hat er die Wölfe untersucht? Ich sagte bereits, es gab kaum frei lebende Wölfe und er hatte auch keine. Er hat ein Testgehege gemacht. Da hat er aus verschiedenen Zoos verschiedene Wölfe zusammengebracht und sie untersucht. Was ist passiert? Konkurrenz, Hackordnung, an der Spitze der krasseste Wolf von allen, der eben sich durchsetzen konnte durch Gewalt. Zack, Alpha-Wolf. Ja, kommt euch das vielleicht unwissenschaftlich vor, weil hat nun mal nichts mit der Natur zu tun. Das ist genau das, was passiert, wenn man auch fremde Menschen aus fremden Kulturkreisen einfach mal in einen Raum steckt miteinander. Wir waren letztens beim Zollamt, da war es genau so. Hol mich hier raus, ich bin jetzt da. 10 Jahre später gab es endlich wieder ein paar Wölfe. Und David Meach, das ist er, konnte endlich mal frei lebende Wölfe untersuchen. Traum für ihn in Erfüllung gegangen und oh shit, das ist totaler Quatsch, was ich erzählt habe. Es ist einfach Mist. Es gibt keinen Alpha-Wolf, oder? Was hat er herausgefunden? Er hat herausgefunden, ein Wolfsrudel hat 2 Alpha-Tiere. Ein Männchen und ein Weibchen. Die sind nicht besonders aggressiv oder dominant, die haben überhaupt keine besonderen Eigenschaften, sondern sie sind Mama und Papa. Ein Wolfsrudel ist nichts anderes als die Wolfsfamilie. Es ist eine ganz einfache Familie. Mama, Papa und Sohn, Tochter, ein paar davon, sie haben ja viele, das sind die Kinder. Es läuft wie eine normale Familie. Die Eltern haben das Sagen, solange bis die Kinder keinen Bock mehr haben und ausziehen und ihr eigenes Wolfsrudel gründen. Es gibt keine dominanten Alpha-Tiere. Es sei denn, man möchte gerne die Eltern als Alpha-Tiere bezeichnen, was kann man machen, kann man nicht machen. Ganz wie man möchte.
Also, Nietzsche hat festgestellt, dass er missbehauptet hat, wurde aber Opfer seiner eigenen Popularität. Er hat so ein populäres Buch geschrieben, dass er es nicht geschafft hat, die Vorstellung des Alpha-Wolfs aus unseren Köpfen zu bekommen. Er versucht es immer noch, seitdem, zu sagen, Leute, nee, war ein Fehler, bitte, ich habe hier 3 neue Bücher geschrieben, könnt ihr nicht mal hier gucken? Und niemand will gucken, weil das klingt so toll mit dem Alpha-Wolf. Hat er einfach nicht geschafft. Also, bist du ein Alpha-Wolf? Naja, das ist ein paar von uns sind es.